Guten Mittag zusammen und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung, so für zwischendurch. Ihr seht mich mal in anderer Kulisse. Ich hatte nämlich keine Lust, die ganze Zeit so leise zu reden. Allerdings kann ich auch nicht so richtig rumschreien, denn andauernd laufen Leute vorbei. Das nervt etwas. Aber ich habe eine schöne Kulisse gefunden, wo ich dachte, hey, da kann man doch mal kurz über absurdes tannischen Irrsinn reden. Hinter mir die Kirche, die bimmelt andauernd. Ich hoffe, sie bimmelt uns jetzt nicht die nächsten Minuten ins Video. Aber wir wollen mal kurz nach Berlinistan schauen, wo sich etwas zugetragen hat, was sicherlich keine Überraschung ist. Was ihr übrigens nachlesen könnt im Tageslügel für alle, die es gern schriftlich haben möchten. Und was einmal mehr den Zustand des Landes zusammenfasst. Ja, des besten Absurdistans aller Zeiten natürlich. Ihr habt es ja mitbekommen, nachdem Nancy Line nun das böse, böse Magazin Kompakt verboten hat, ist die innere Sicherheit wiederhergestellt. Und dementsprechend ist es nur folgerichtig, dass einmal mehr mutmaßliche politische Extremisten, ich tippe eher so auf Linksextremisten, mit einem Brandanschlag aufgefallen sind. Ja, kein Witz, in Berlin-Charlottenburg gab es einen Anschlag, eine Attacke auf einen Kabelschacht. Bedeutet, der Zugverkehr ist nach wie vor unterbrochen, den gesamten Freitag über schon, wohl gegen 4 Uhr morgens ungefähr. Auf der Ringbahn fährt nichts, der Regional- und Fernverkehr ist auch nicht viel besser weggekommen, denn zwischen Berlin Hauptbahnhof und Spandau gibt es massive Einschränkungen. Es ist noch nicht so richtig klar, wann das Ganze behoben sein soll, man tut wohl sein Bestes, aber den ganzen Freitag über wird es auf jeden Fall noch dauern. Wann die Ringbahn wieder fährt, wird sich zeigen. Man ist jetzt wohl erstmal dran, den Fernverkehr wieder einigermaßen einsatzbereit zu bekommen. Aber das zeigt doch einmal mehr, was im besten Absurdistan aller Zeiten schiefläuft, oder? Ich würde sagen, da braucht man ganz, ganz dringend mehr Geld im Kampf gegen rechts. Dann lässt sich das Problem sicherlich lösen. Ausgeschlossen ist wohl bereits eine technische Ursache. Man geht also nicht davon aus, dass da vielleicht irgendwie ein Kabel zu alt war und da irgendwie ein Kurzschluss oder so stattgefunden hat. Nee, es deutet wohl alles auf Brandstiftung hin. Na und wer regelmäßig damit auffällt, dass er irgendwelche Bahnanlagen sabotiert bzw. generell die öffentliche Infrastruktur attackiert, das brauche ich euch, denke ich, nicht sagen. Es reiht sich ein in eine ganze Palette an Vorfällen. Brandstiftungen in Berlin sind ja nun wirklich kein neues Phänomen. Passt auch ganz wundervoll zu entsprechenden Brandstiftungen, die kürzlich in Frankreich stattgefunden haben im Zuge der Olympischen Spiele, wo kurzerhand Linksextremisten auch da Anschläge auf das Hochgeschwindigkeitszugnetz begangen haben. Und sich natürlich mal wieder, ihr kennt es ja, als die Guten darzustellen versuchen. Naja, lieber Nancy, du siehst ja, wenn man Firmen als Vereine verbietet, ist man vollauf beschäftigt. Dann kann man sich mit so Banalitäten wie Anschlägen auf die kritische Infrastruktur eben nicht mehr herumärgern. Das soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Nur so als kleiner Zwischenruf für zwischendurch. Wir sehen uns dann später wieder und ich bin sehr gespannt, was da irgendwann mal eventuell ermittelt werden könnte. Man schüttelt nur noch den Kopf, oder? Es ist genau das, was mehr oder weniger jeder Verschwörungstheoretiker seit vielen, vielen Jahren immer wieder thematisiert. Am laufenden Band gibt es Attacken auf, naja, jetzt nicht ganz unwichtige Sachen, Bahnverkehr, Stromnetz, Hochspannungsmasten werden ja mittlerweile auch angegriffen, Privateigentum ist offensichtlich dem geneigten Linksextremisten auch nicht allzu viel wert, da kann man auch Zerstörungswut vornehmen, wenn man ein bisschen Aufmerksamkeit haben will. Aber interessiert es politisch jemanden? Seit mittlerweile über 10 Jahren werden Autos angebrannt. In Berlin. Fast wöchentlich irgendwo Vorfälle. Anschläge aufs Zugnetz ebenfalls. Beinahe im, naja, Wochenturnus. Und was macht man in der Politik? Man guckt ein bisschen doof. Man ermittelt jetzt mal so ein bisschen. Der Staatsschutz, der will sich ja drum kümmern. Aber eigentlich weiß vermutlich jetzt schon jeder, da wird nichts bei rumkommen. Mal schauen, wann das erste Bekennerschreiben auftaucht und mal sehen, wann es dann den nächsten Anschlag gibt. Ob nun Endzeitextremisten oder irgendwelche Linksfanatisten, wird sich vielleicht herausstellen. Ich bin mir ziemlich sicher, da wird demnächst auf sowas wie Indie Media irgendjemand was veröffentlichen, von dem ich bin es gewesen. Und dann wird wieder betröppelt geguckt und 2 Tage später beschwört Nancy Line in vorderster Reihe, dass wieder mehr Geld im Kampf gegen rechts gebraucht wird. So läuft es im besten Absurdistan aller Zeiten.